So, die Post war da. Wie der Titel schon verrät. Ein Schlageisen. Guck mal eben nochmal auf die Rechnung. Da ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, was das gekostet hat. Und zwar 11,90 Euro plus Versandkosten 1,90 Euro, also 13,80 Euro. Ich denke, das ist in Ordnung für ein Feuerzeug, was man eigentlich sein Leben lang hat. Das war noch in einer weiteren Plastikfolie eingepackt und extrem eingeölt. Sehr gut. Ich habe es jetzt eben schon mal ein bisschen sauber gemacht, weil wir den ja auch gleich hier ausprobieren wollen. Das Ganze habe ich dann vom Auroris Shop. Könnt ihr auch über Amazon bestellen. Und messen wir das Ganze mal. Ist nicht besonders groß, muss ich dazu sagen. Seht schon, 10 cm in der Länge. Und wo ist die dickste Stelle? Ja, hier. 3,5 cm in der Breite. Und wenn wir uns das mal so hier in die Hand packen. Also, ne? Ist nicht besonders groß für mich, reicht es auf jeden Fall und ich bin auch begeistert von den Dingen. Aber ich habe auch kleine Hände, eher Frauenhände, wenn man so will. Also für größere Hände oder wenn man etwas dickere Finger hat, vielleicht nicht unbedingt geeignet, dass man das Ding dann so nehmen kann. Aber da lässt sich bestimmt noch was anderes finden. Packen wir das Schlageisen mal auf die Waage. Ihr seht schon, nicht ganz 60 Gramm. Wunderbar. So, nochmal aus der Nähe betrachtet. Ein schönes Stück handgeschmiedeter Stahl. Einfach urig. So, Feuerstein, Schlageisen. Bei uns hier oben im Norden ist es nicht schwierig, einen Feuerstein zu finden. Eigentlich liegen die hier überall rum. Schauen wir mal. Ihr seht schon, das geht ziemlich ab. So, dann versuchen wir auch mal was anzuzünden. Die meisten machen das mit diesem Char Clove oder wie auch immer man das nennt. Ich nehme jetzt hier einfach nur so ein Wattepad. Hab gerade nichts anderes. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Die meisten fliegen nach unten, geht es mal lieber nach unten. Oh, verflixt. Zu langsam. Also es funktioniert. Hat zwar einen Moment gedauert, aber wenn man Geduld hat, dann haut das hin. So, ihr habt gesehen, ich habe es auch hingekriegt. Feuer zu entfachen, Schlageisen, Feuerstein. Wirklich mal was anderes, eine interessante Sache. Kann ich nur jedem ans Herz legen, weil dieses Ding... Das kauft ihr einmal. Solange ihr das nicht verliert, habt ihr das ein Leben lang. Und so eine Feuersteine, also bei uns in der Gegend, liegen die hier wirklich überall rum. Und das macht echt Spaß, damit ein Feuer zu entfachen. Ein bisschen Geduld, Beständigkeit, dann klappt das auch. Also vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.